Hallo, liebe Hamburger, liebe Berliner, zwei Städte, in denen ich so lange gelebt habe und die mir deshalb besonders am Herzen liegen. Hallo auch an alle, die sich sonst zugeschaltet haben. Hier ist Rosita Leon mit den Sternen 2024. Ja, und wir haben ja in 22 und 23 den Vogel abgeschossen in Sachen Depressionen, Angsterkrankungen und Erschöpfungszustände. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass wir uns nach Nachrichten sehnen, die positiv sind, aber nicht positiv gefaked, sondern die wir wirklich mitnehmen können, die stabilisierend sind und wo wir sehr echt und unverfälscht, so wie ich hier barfuß im Sand stehe, echt und unverfälscht etwas mitnehmen können. Und deswegen gibt es heute auch keinen Jupiter-Uranus oder irgendetwas, was euch irritieren könnte, sondern es gibt die Erfahrung pur aus über 25.000 Beratungen in Sachen Sterne und mentale Gesundheit. Ja, und liebe Zwillinge, ihr habt ja wahrscheinlich überall schon lesen können, dass ihr so ein bisschen gehypt werdet als die Glückskinder des Jahres. Da werde ich gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ich möchte erstmal ganz ehrlich und aufrichtig beginnen mit dem, was ihr auch wissen solltet, sozusagen der kleine kosmische Zeigefinger oder wie ich es immer sage, die TÜV-Aspekte des Lebens. Und es ist wirklich so, genau wie unser Auto erst weiterfahren darf, wenn alle technischen Mängel behoben sind, hat jedes Sternzeichen in jedem Jahr immer gewisse Überprüfungsaspekte. Und das bedeutet nicht, dass die Sterne etwas mit euch machen und euch in irgendeine Richtung lenken oder das Schicksal unausweichlich ist. Stellt euch vor, ihr seid auf eurem Boot und ihr habt die Winde um euch herum und die Zyklen und das sind die kosmischen Aspekte, aber die Segel, die setzt ihr selber. Von den kosmischen Aspekten und den Winden her habt ihr in 2024 die Überprüfung weiter im Bereich Familie, Familiäres und Job, Beruf, Karriere. Ja, und das mag nicht nur in 23 sich schon angekündigt haben, vielleicht sogar schon in 22, weil die Zyklen sich da immer mehr aufgebaut haben. Und schaut einfach mal, ob Februar, März, Mai, Juni, August, September oder auch November, Dezember euch Hinweise speziell zu den Lebensbereichen gegeben haben, die ich genannt habe und ob da vielleicht Geduldsproben waren oder auch Einschnitte, wo ihr merkt, und das ist nämlich so, alle 7 Jahre wiederholen sich die Aspekte. Das heißt, 23, 24 ist vergleichbar, auch wenn wir uns weiterentwickeln, mit Aspekten, die ihr 7 Jahre vorher hattet. So, und wenn ihr bei diesen TÜV-Aspekten nochmal euch den Dingen stellt, sie klärt, sie angeht, ja, zu diesen Bereichen Familie, familiäres Privatleben, Job, Karriere, Beruf, dann werdet ihr da gut durchkommen. Diese Aspekte haben immer die Neigung, wir können nicht vorbeigucken, wir müssen einfach hingucken. So, und jetzt kommen wir zu dem, warum ihr allgemein als die Glückskinder 24 gehypt werdet. Das hängt damit zusammen, dass alle 12 Jahre der sogenannte Aspekt für Glück, Wachstum, Erweiterung, Chancen und Möglichkeiten, der kommt auf das eigene Sternzeichen. Und das hat er in 23 schon in der Annäherung getan, wird aber 24, vor allen Dingen ab der zweiten Jahreshälfte und auch 25, für euch einen wunderschönen, satten Rückenwind geben. Und zwar flächendeckend. Denn wenn etwas auf unser Sternzeichen kommt, sind immer alle Lebensbereiche gleichzeitig betroffen, weil das Sternzeichen ist zwar nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Horoskop, aber es ist so etwas wie der Motor, der Herzschlag, der uns am Leben hält. Ja, und insofern haben wir die Glücksaspekte, wie gesagt, flächendeckend, weshalb es auch so wichtig ist, in den Aspekten, wo wir hingucken müssen, unseren Job zu tun, damit wir da entsprechend gut verbunden sind. Ihr wisst ja, alles ist mit allem verbunden. Das wissen wir heutzutage. Alles hat Konsequenzen und wir sind eben nicht nur mit anderen Menschen verbunden, sondern auch mit der Natur, mit dem Kosmos. Wir sind ein Teil davon. Und dieses Bewusstsein möchte euch oder möchten euch eure kosmischen Rückenwinde auch lehren, denn ihr habt so tiefe spirituelle Aspekte, die haben teilweise schon angefangen 2010, 2011, dann sind sie durch dieses Jahr gegangen im letzten Jahr. Das heißt, für euch ist auch die Zeit gekommen, euch wirklich zu fragen, was ist, wenn ihr frei wählen könnt, der Sinn eures Lebens? Und ihr könnt frei wählen. Und der Sinn eures Lebens soll sich nicht abgehoben anhören, sondern es geht darum, was wollt ihr wirklich, wenn außen alles zusammenbricht? Und wenn man sich außen an kaum noch etwas festhalten kann, weder an Politik, Wirtschaft noch an irgendwelchen Dingen, und wenn Ängste und Depressionen und Erschöpfungszustände, die in der deutschen Bevölkerung so zunehmen, wenn die immer mehr in den Vordergrund kommen, woran können wir uns selber festhalten? Und da gibt es nur eine einzige Antwort, nach dem, was uns mit Liebe verbindet, nach dem, wo unser Weg des Herzens und der Liebe ist. Denn
schon Albert Schweitzer wusste es so schön, einer meiner Lieblingssätze: Wenn wir eines Tages weggehen, sind die Spuren von Liebe das einzig Wichtige, was wir hinterlassen sollten. Und insofern, bei all euren Glücksaspekten, bei all euren Chancen, geht das Jahr in Dankbarkeit, Freude und Liebe an. Kommt vielleicht auch mal auf meiner Homepage oder Social Media vorbei, und ich wünsche euch von Herzen ein erfülltes und gutes Jahr.